es ist wild. Schauen wir mal gerade. Also das ist natürlich schon ein bisschen wild. Was sagt Daniel dazu? Erwachsenheilung, okay. Mag Luca am liebsten, Daniel. Optimismus, mittlere Erwartung, etwas hungrig, hässliche Ausstattung, verzweifelt, durstig. Die wollen alle Sprit haben, ne? Die Büsche, die haben es hier erstaunlich gut gehalten bisher. Die Türe geschlossen? Ja, die ist zu. Jetzt, ja gut, hier hat es halt minus 8 Grad und hier drin hat es halt 2,3 Grad. Wir erhöhen auf hoch. Die Priorität auf Mittel. Das macht ein bisschen wärmer gerade. Wenigstens der Schluck. Falls sich einer aufwärmen muss, ist okay. Das ist mit Sicherheit auch nicht gut isoliert, ne? Was hat das für eine Wärmedämmung? 0,8. Was hat das? 0,9. Was Stein hat, können wir auch gucken. 0,87. Also Lehm ist tatsächlich der beste Isolator, den wir haben. Diese Lehmbude wäre zum Beispiel noch besser geeignet. Aber auch nur wenig. Also das nur 0,1 mehr. Ja. Dorfbewohner leiden unter der Kälte. Vor allem vor Lango gerade. Gesundheitlich geht es ihm allerdings noch so ein bisschen. Ihm ist nur kalt. Schlägt halt ein bisschen auf die Stimmung gerade, ne? Ja, die dürfen halt nicht alle durchgehend draußen rumrennen, ne? Das hilft halt nichts. Das ist halt saukalt, ne? Was wird denn hier? Die pflanzen hier Kohl an? Geht das so einfach? Machen die das? Das machen die doch nicht immer. Haben die schon Wintersachen an? Winterkleidung, solide, ja. Haben sie, machen sie selber. Ich bin mir mit dem Kohl gerade irgendwie nicht so sicher. Meine Frühling kommt, ne, aber... Ich sag's euch, wie es ist, Leute. Ich bin mir nicht sicher, ob die das sehen sollten. Schön auch mit dem Display, wie das so vereist dargestellt ist, ne? Hier so sieht man das ein bisschen. Ein Winterkohl? Ich bin mir nicht sicher. Das hat ein minus 11 Grad. Ich weiß nicht, ob das die beste Zartzeit ist. Mit jedem Ding, was hier gebaut wird, bin ich ein bisschen glücklicher, ne? Wird Kohl nicht im Herbst angebaut, im frühen Winter geerntet, weil es an Kohl an sich ein Wintergemüse... Du, wie gesagt, was mich nur wundert, ist, dass das mitten im Winter bei minus 12 Grad angebaut wird. Das glaube ich jetzt irgendwie nicht so. Also, auch Flachs vielleicht nicht... Ja, das geht ein. Leute, wir brechen ab, wir brechen ab, wir brechen. Wir sagen hier, ich kann das leider nicht alles auswählen und sagen, nicht sehen. Das wäre halt geil.
Gut. Dorfbewohner leiden unter der Kälte. Ja, minus 13 Grad fast. Da würde ich ja auch ein bisschen frieren, ne? Also hätte ich schon, würde ich mir schon einen Pulli anziehen. So, Waffenkammer läuft. Okay. Das war dann mit der Aussaat, wird da nichts mehr. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Trefferpunkte. Das wird. Also im Frühjahr schalten wir das an. Und ich würde sagen, im Herbst schalten wir es wieder aus. Mit der Ernte und so weiter. Das ist alles mir ein bisschen zu heikel. Dass die jetzt Kohle angebaut haben, gut, ist ein bisschen dämlich. Wir haben zum Glück noch sehr viel Kohlsamen als Saatgut. Karotten haben wir noch. Kräuter geht noch. Flachssamen haben wir noch. Also auch das sehe ich jetzt tatsächlich nicht als Problem an. Ja. So, unsere Leute haben schon den Wintertag 4 überstanden. Oder zumindest bald. Der beginnt ja gerade erst. Was richtig beginnt, ist bei dem 23. Monat. Punkt und wieder ein einer Monats, wie die Zeit vergeht. Vielen lieben Dank, Byte, für 23 Monate. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dir für so viel Liebe und Unterstützung, so lange Zeit schon. Dafür ein Fetzen Ausrufezeichen Hype. Ist mir ein wertes Fest. Dankeschön. Auf euch, meine Lieben. Na, bald, alles gut? Wie geht's dir? Tierchen geht es, glaube ich, auch ganz gut da draußen. Daniel und Folango sind jetzt Freunde. Ach, das ist ja toll. Mittlerweile ist alles zugeschneit hier bei uns. Nur ein paar Wege sind noch offen. Momentan leider krank, dann bei dir erstmal gute Besserung. Marine soll wirft schon einen Rettungspudding zu. Ja. Der Pudding macht alles besser bald. Denk immer dran. Silber- und Kalksteinhaufen. Wir haben aber den Durchgang noch nicht. Ha. Arbeitskraft. Jetzt wollen wir mal gucken. Keller. Also wir haben hier draußen 0, minus, 0,5 Grad. Wie kalt ist es unten im Keller, im Rübenkeller? 2,7 Grad, ja. Tatsächlich, konstante Temperatur da unten. Sehr gut. Wenn umbenennen. Kirito wünscht sich den Namensgenerator. Okay. Okay. Dann sei es euch gestattet. Und ihr dürft euch gerne bei Kirito bedanken. Der wünscht sich, dass wir jetzt mal für die Namen mal ein bisschen was machen. Und dass ihr euch da hineinwagen könnt ins wilde Getümmel für den Daniel aktuell. Ich guck mal gerade mal Daniel. Was ist mit Daniel eigentlich passiert? Daniel ist ein glaubensloser Alchemist. Ja, 43 Jahre alt, 60 Kilo, 1,51 groß. Er ist 40, was? 40 Nickerchen. Daniel braucht die Augen nur für das kürzeste Nickerchen zu schließen, um vollständig erholt zu fühlen. Träger. Immer spät dran, immer müde. Daniel ist nie pünktlich und kommt mit der Arbeit nur langsam voran. Okay. Dummkopf. Ja, wer will? Wer will jetzt noch? Ja?
Es dauert lange, bis Daniel Dinge begreift und man muss ihm viel Geduld entgegenbringen. Selbst dann kann es sein, dass Daniel nichts versteht. Gebrechlicher, zerbrechliche Gesundheit ist eine Last, die Daniel schon immer zu tragen hatte. Er ist oft auf dem Weg der Genesung. Hört sich nach mir an, sagt Nitram. Nitram, was ist da los? So, gucken wir mal, was hat er noch. Aber wie gesagt, er ist im Bau sehr gut, im Bergbau, in der Kochkunst und im Zimmerhandwerk. Also, Daniel ist eigentlich so ein Allrounder, den man brauchen kann, ne? Wollen wir schon was sagen, ne? Also, das ist okay. Erwachsen, Sicht Schnee, okay. Ist ziemlich zufrieden, ihm geht's gut. Er ist befreundet mit Luca, Savira, aber am liebsten mag er eigentlich Master Richard. Und Folango liebt er halt komplett, ne? Also Daniel und Folango, das ist so ein Gespann, ne? Daniel und Folango, das ist so, die kriegst du auch nicht alleine irgendwie. Die sind immer zu zweit unterwegs. Das ist so eine richtige Männerfreundschaft hier, ja? Guck mal, die Ziege liegt da und lässt die naja. Ich mach morgen wieder mit im Raffle. Ey, Markus, sehr, sehr gerne. Jederzeit, wann du magst. Ach, guck mal, hier ist schon unsere Baumreihe tatsächlich gestartet worden. Föhren werden hier gepflanzt. Sehr schön. Wann kommt der erste Nachwuchs? Ich weiß nicht. Oh, niedrige Nahrungsreserven. Dann müssen wir heute mal tatsächlich so eine kleine Geschichte machen. Und zwar, lass mal bitte nach Tieren sortieren. Rotwild. Lass mal nach Rotwild jagen. Fuchs haben wir noch ein bisschen. Wildschweine und so Zeugs. Das mache ich nicht. Wir lassen mal unsere Jäger ausschwärmen. Luca, Master Richard und Savira. Seid ihr drinnen im Jagdbusiness? Nein, Luca nicht. Dafür muss Daniel nichts mehr machen. Dann haben wir drei Jäger startklar. Dann alle drei sind auf der Jagd gerade. Das ist gut, das ist zum Training der Waffen auch sehr wichtig. Enrico schnibbelt hier gerade an einer ordentlichen Suppe. Das wird herrlich. Und ab damit in den Rübenkeller. Ein bisschen Wolf verlegen, ein bisschen nicht so machen, würde ich sagen. Jagt das einzige weibliche Rotwild auf der Karte. Ach, das darfst du nicht so eng sehen. Ja. Kann man Fuchs essen? ich sag dir, wie es ist, Mikur. Im Zweifel. Bevor wir uns Schenkelchen von unseren Feinden reinziehen, sage ich dir, wie es ist. Nimm ich auch einen Fuchs. Aber so ein kleines Rehragout? Ich weiß ja nicht. So, hier drin können wir jetzt aber auch langsam mal anfangen. Ey, Ilu! Punkt Aloha zusammen. Endlich wieder zu Hause, zwergt an Herz, zwergt an Herz, zwergt an Herz. Ilu, dankeschön für 26 Monate. Ganz, ganz lieben Dank dir für ganz lieben Support. Danke vielmals für so liebe Zeit. Auch dir schon hier unterwegs. Fetzen, Ausrufezeichen, Hype. Mehr kann ich ja gar nicht sagen. 26 Monate am Stück, möchte ich an der Stelle noch sagen. Ganz, ganz Wunderbärchen. Vielen Dank. So. Kriegsführung. Rüstung, Schild, Waffe. Ausstattung. Kleidung, Kopfbedeckung. Das kommt hier rein. So, dann Kriegsführung und Ausstattung nicht mehr. Und hier auch nicht mehr. So, damit haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz in unseren Lagern auch. Und dann machen wir jetzt das zweite Lager auch wenn das noch nicht ganz fertig ist. Aber ich brauche den Platz gerade dringend. Alles entfernen.
Material, Rohmaterial. Hier kommen Zweige rein. Und dann machen wir das hier überall auch aus. Das ist eh aus, okay. Die bauen den Rest jetzt hier noch fertig. Wir können umlagern und haben dann endlich wieder anständig Platz in unserer kleinen, in unserem kleinen Lager. Und vor allen Dingen, dann haben wir auch wirklich Platz. Das ist wichtig, dass wir auch einfach wirklich Platz mal in den Lagern kriegen. Weil momentan ist so voll, dass wir gar nicht wissen, was wir überhaupt machen sollen. So, Leute, jetzt müssen wir die nächste Verteidigungsgeschichte machen. Und zwar, damit wir von oben nach unten feuern können, brauchen wir die Zinne aus Holz. Und jetzt die Frage. Hier kriege ich die hin? Nee. Das ging doch gerade hier. Ja, hier so. Bisschen fummelig gerade, aber es geht. Gut. Jetzt ist die um eins nach draußen verschoben und ich glaube, die können von oben jetzt schön runterfeuern. Das wäre zumindest der Traum. Und das bauen wir natürlich auch jetzt dann als nächstes auf. Sollte eigentlich primär ausreichen jetzt. Unsere Mine wird noch weiter gewurschtelt, das ist gut. Und wie gesagt, es sollte auch hier mal Platz dann drinnen sein, weil natürlich die Zweige hier reingelegt werden, hoffe ich zumindest. Und dann schauen wir einfach die Sache mal an. Umlagern werden sie jetzt wahrscheinlich gerade im Moment nicht tun, vermute ich zumindest. Lass mal schnell gucken. Naja doch, hier liegt schon ein bisschen Zeug. Sommerkleidung solide, ist zumindest noch vorhanden. Also Kettenrüstung schwach. Ist natürlich alles ein bisschen Grütze, aber ja. Es geht uns zumindest, und das ist mir das Wichtigste. Folango ist heute 25 geworden. Herzlichen Glückwunsch, Folango! Es geht zumindest tatsächlich jetzt in die Richtung, dass wir jetzt alles lagern können und nichts mehr draußen liegen lassen müssen. Das ist schon mal sehr wichtig. Das ist super wichtig, dass das so ist. Das heißt, kommt ein Gegner, wir erlegen den Feind, ja, und dann kommt Vandrea und bringt das Zeug zum Beispiel weg. Ja? Vandrea, wunderhübschen guten Abend. Wie alt bin ich denn, Luca? Mal schauen. Wie alt bist du, Luca? 25. Schön. So, Leute. Also, wie gesagt, ein Ticket für das aktuelle, für die Namensverlosung kostet euch 500 Zwergtalers. Das ist ein relativ großer Batzen, aber das soll ja auch vorwiegend die Leute treffen, die immer dabei sind. Deswegen, wenn ihr jetzt noch nicht 500 Zwergtaler habt, einfach aktiv im Chat beteiligen und dann wird das von alleine mitmachen. Kann jeder, ob Follower es hat, ist völlig egal. Jeder kann mitmachen, das ist gar kein Problem. Je aktiver ihr im Chat seid, desto mehr Zwergtaler bekommt ihr. Wie ihr die bekommt, kein Problem, Ausrufezeichen ZT. Ihr müsst allerdings eure Privatsphäre-Einstellungen so einstellen, dass euch der Streamlabs-Bot auch tatsächlich anschreiben kann. Das ist ganz wichtig, wenn ihr Privatsphäre so eingestellt habt, dass euch niemand anschreiben kann, wird auch der Streamlabs-Bot euch nicht anschreiben und damit auch nicht sagen, wie viele Zwergteile ihr aktuell auf der Bank habt. So funktioniert das System. Das heißt, Ausrufezeichen ZT und ihr kriegt eine Direktnachricht quasi als Kontoauszug. Die hat jeder von euch, egal ob ihr jetzt gerade zum ersten Mal zuschaut oder aber schon 5 Jahre dabei seid, das spielt überhaupt keine Rolle. Jeder kann Ausrufezeichen ZT eingeben und bekommt tatsächlich dann den Kontoauszug.
Markus der Franke hat recht. Oder den Bot als Freund haben. Das ist natürlich auch eine Variante. Wenn ihr einfach Streamlabs als Freund addet, dann kann der euch in der Regel auch anschreiben. Was? Oma liebt euch. Ja gut. Oma liebt euch. Wünscht sich eine Anzeigenzeit. Damit geht mal kurz eine Anzeige raus. Vielen lieben Dank an Oma liebt euch. Eine kurze kleine Werbeunterbrechung für alle Non-Subs geht gerade raus. Vielen Dank. Muss ja auch mal drin sein, ne? Kleine, wir machen das sowieso nie. Verfallen Tickets, wenn ein Raffle beendet ist, oder gelten meine alten Tickets weiter? Uck, nicht. Die gelten nicht weiter. Die Raffles sind immer nur für einen Stream da und werden auch danach, quasi sobald ich zumache, werden die gelöscht. Die gelten aber den gesamten Stream über in der Regel. Außer ich sag was anderes. In der Regel ist es so, dass wenn wir einen, wenn ich das so wie heute, wenn sich jemand zum Beispiel eine Namensverlosung wünscht und wir sagen, okay, das machen wir jetzt einfach, dann mache ich das Giveaway sozusagen für den Namen im Spiel auf. Ihr könnt alle reingehen und das ist kein Problem dann. Ein Zwerg verlängert seine Liebe. Enrico! Punkt. Dankeschön für 17 Monate. Vielen lieben Dank auch dir für deine liebe Unterstützung so lange Zeit. Das ist ganz, ganz, ganz lieb von dir. Danke vielmals für diese Unterstützung und dafür gerne ein Ausrufezeichen halb. Dankeschön. Dorfbewohner leiden unter der Kälte. Ja, das wissen wir halt, ne? Boah, hier wird schon ganz schön krass Zeug reingepackt. Das ist zwar alles ziemlich im Eimer, aber es wird reingepackt. Wie ist denn das mit unseren Nahkämpfern? Die haben alle gute Helme auf, ne? Auch mit ordentlich Trefferpunkten. Ja, gut. Ja, die halten jetzt. Also jetzt würden wir in einem Kampf natürlich auch vielleicht ein bisschen besser bestehen. Daniel ist noch ein Fernkämpfer. Warum hat der... Hä? Haben wir keinen Bogen mehr? Doch, hier ist noch einer. Dann habe ich da irgendwas noch bei den Fernkämpfern falsch eingestellt. Nee. Habe ich da irgendwas falsch? Das müsste eigentlich passen. Daniel hat sich einfach noch nichts besorgt an Waffen. Das müssen wir dann aber beim nächsten Mal ordentlich machen. Quality müsste passen, also müssten eigentlich tatsächlich... Du meinst von dem Bogen jetzt oder so? Der ist noch in Ordnung. Der ist nicht perfekt und nicht gut, aber er ist in Ordnung. Blackwing, guten Start in die Nachtschicht. Lass es dir gut gehen und habe möglichst zwei Augen blinzeln und dann ist es vorbei. Das wünsche ich dir. Ach, Master Richard hier. Guck mal, Master Richard gibt jetzt alles. Wo sind wir denn gerade? Winterklamotten werden gerade gemacht von Master Richard. Höchstpersönlich kriegt ihr euer Bestes zum Anziehen. Severa hat den Vorteil erhalten, Leichtgewicht ist heute 36 geworden. Was heißt das? Severa verträgt keinen Alkohol. Selbst ein winziges Schlückchen lässt Severa einschlafen. okay. Das ist wunderschön. Ah ja. Na gut. Wenn das so ist, ja, dann ist es so. Was willst du sagen? Ich meine, sind wir ehrlich, was willst du dazu sagen?
So, das Holz müsste jetzt ausreichen, um unsere Zinnen zu bauen. Das ist nämlich sau wichtig, dass die fertig werden vor dem nächsten Angriff. Brauchen wir die, um von oben herabfeuern zu können, was extrem wichtig ist, weil das den Gegner schon mal ziemlich auf den Zeiger gehen kann. Das können wir jetzt hinterm Haus schon machen, aber vorm Haus, wo es eigentlich wichtig ist, bei der Haupteingangstüre, da geht's noch nicht. Aber gut. Hoch die Tassen, sagt Mixkiller. Genau. Sevira? Ah, Sevira baut hier an der Verteidigungsmauer noch weiter. Ist natürlich, wie gesagt, nur der erste Abschnitt. Den zweiten Abschnitt werden wir dann im nächsten Jahr bis hier hochziehen. Also quasi hier bis hoch. Und vielleicht dann noch hier rüber und hier runter wieder. Also quasi über diesen Teil hier so rum. Da müssen wir mal aufpassen, denn da ist hier, vielleicht müssen wir das auch noch inkludieren, mal schauen, dass der Gegner da nicht drauf kommt. Müssen wir mal gucken, wie wir das an der Stelle machen. Vielleicht graben wir auch einfach dieses ganze Schnüpfelchen hier weg. Dann schauen wir mal. Wir hatten auch schon Zinnen. Rausandre, das war aber die falschen. Wir hatten die nach innen, also quasi wir hatten die innen drinnen. Die müssen überstehen, sonst funktioniert das nicht mehr im Runterfeuern. Jetzt ist es richtig. Na, sieht man auch, schaut ziemlich plausibel aus. So. Was haben wir hier? Guck mal, wie die Tiere hier den Schneeplatt trampeln. Rotwildgruppe ist abgezogen. Schade eigentlich. Haben wir überhaupt noch Essen? Warte mal kurz. 55 Bären. Wir haben 280 rohes Fleisch. Wow. Grillfleisch, Eintopf. Roter Johannisbeerkuchen. Ich bin... Tatquark. Ich bin sehr begeistert, was unsere Dorfbewohner aus dem wenigen, was wir geerntet haben, rausholen. Ich bin ehrlich begeistert. Ja. Hungern muss keiner. Nur abends so einen schönen Topf Quark, du, das geht für immer, ne? Also ich finde das gut. Oh, Enrico gibt ja alles an dem Baum, vor allem mit Helm. Das ist bestimmt angenehm. Das ist bestimmt angenehm. So, die holen ja das ganze Zeug rein. Sollen sie auch machen, ne? Wichtig. Der wichtigste Teil ist eigentlich schon geschafft. Das ist hier oben an dem Eingangsbereich, da muss das sein. Hier an den Seiten ist es natürlich deswegen wichtig, wenn Bogenschützen kommen, müssen wir gegen den irgendwas tun, ne? Bogenschützen sind immer Top-Prio.